So, da wäre er wieder. Ich bin mir nicht ganz sicher, was wir jetzt als nächstes machen sollten. Deswegen nutze ich die Zeit, in der ich jetzt gleich vor mich hin brabbeln werde, was man so machen könnte, um ein wenig Mauern hochzuziehen. Weil das müssen wir zwischendurch echt machen, sonst wird das hier nie was. Also du hoch, du hoch, du hoch, du rein, komische Pilze rein, schmeiß Zeug weg. Gib ihm. So. Also, wo ich das hier gerade sehe, die Dinger könnten und sollten wir weiter ausbauen. Komme ich irgendwie hoch? Ja. Und zwar brauchen wir die, damit wir alle Metalle wirklich vorrätig haben. Weil wir hatten vorhin schon wieder so eine Situation gehabt. Hä? Komme ich da hinten noch ran? Wir hatten vorhin schon wieder so eine Situation gehabt, wo wir nicht die Metalle in ausreichender Form da hatten, die wir brauchten. Das war Blei, glaube ich, in dem Fall. So. Das heißt, wir haben jetzt Eisen und Kupfer. Wir bräuchten noch Blei, Zinn, Aluminium vielleicht. Weil wir haben ja doch ein paar Sachen, wo wir lieber Aluminium benutzen als Eisen. Die sollten wir dann noch hinstellen. Das ist auch schnell gemacht. Also diese Basins da, die brauchen echt nicht viel. Die brauchen. I. Das war doof. Immer einmal von Hand. So. Und deine Stapel nutzen. Also die Basins brauchen nicht viel, die können wir hinsetzen. Fluiducts. Eigentlich brauchen wir den Tank dazwischen, glaube ich, gar nicht mehr. Den hatte ich auch nie gebraucht. Es hatte andere Gründe, dass es nicht geklappt hatte. Aber ja, sicher ist sicher. So, hier muss ich jetzt schon wieder von Hand setzen. Das ist ein bisschen doof. Achso, in den Kommentaren wurde ich übrigens darüber aufgeklärt, dass diese Babyhühner da nicht daherkommen, dass sie irgendwelche Samen gefressen haben und sich selbst fortgepflanzt haben, sondern wenn man mit einem Spawn-Ei in der Hand auf ein bereits gespawntes Huhn klickt, dann wird daraus die Baby-Variante. Ähnlich wird es dann wahrscheinlich auch bei Kühen sein. Also wenn man das Ei einmal benutzt, hat man ein Kuh-Ding auf dem Boden. Wenn man es nochmal benutzt, halt ein Kuh-Baby. So, hier muss ich jetzt wieder von Hand. Nee. So, hier fliege ich einfach mal kurz hoch. Mit den Fackeln dürfte es kein Problem sein. Wenn wir die Mauer durchgehend hochziehen, dürfte hier nichts drauf spawnen können, weil oben gar kein Platz zum Spawnen ist. Richtig, richtig. Aber es sieht trotzdem ein bisschen doof aus mit den Half-Slabs da. Da müssen wir es einfallen lassen. Also ich hätte es wirklich schon gerne so, dass die oberste. Der obere 9er Block an Plattformen aus Holz ist. Damit es ein bisschen natürlich aussieht. Das heißt, oben sind eher so die Bio-Sachen. Okay, der Turm ist eine Ausnahme. Bio-Sachen. Und unten kommt halt ein Großteil der Maschinen hin. Das heißt, theoretisch müssten wir die Smeltery auch noch auslagern, aber das hat alles Zeit, hat alles Zeit. So, das kann weg, das kann weg, das kann weg. Hier einmal von Hand. Doing, 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 doing. Dann haben wir gleich wenigstens einen Raum hier schon mal fertig. Sieht dann bestimmt gleich total anders aus. Eher so Keller-Feeling und nicht komische Plattformen, die mitten in der Luft schwebt und keiner hat eine Ahnung, wie die hingekommen ist. Feeling. Da. Ah, die Blöcke werden nicht reichen. Naja, schon alle. Okay. So, also das, ne? Das da hinten, eine Sache, die wir gleich machen können. Dann ganz viele Kabel verlegen. Oder Tesseracts. Ich guck mal ganz kurz, wie viele Enderperlen wir haben. 20. Das ist viel zu wenig. Oh. Wo kamst du denn schon wieder her? Von einer nicht zu Ende gebauten Mauer hier irgendwo bestimmt. Ja. Ärgerlich, ärgerlich. Da. Ich brauche mehr davon. So. Ziehen wir das hier mal weiter. Überall Baustellen. Oh. Nee. Also mit den Endermen, wie kriegen wir es hin, dass davon mehr spawnen? Also mir fällt ganz schnell eine Idee ein, wo ganz viele Endermen wären. Im Ende. Aber sobald ich da reingehe, spawnt instant der Drache, ne? Ja, das ist nicht so gut.
Wir hatten den Turm eigentlich schon so gebaut, dass da drin Endermen spawnen können. Und das tun sie ja auch, aber halt nur sehr selten und sehr langsam. Was ein bisschen doof ist. Also für die Tesseracts brauchen wir wirklich ordentlich viel Enderperlen. Da können wir nicht einfach so mal die 20 Stück, die wir da haben, benutzen. Da kriegen wir vielleicht einen Tesseract oder so hin. Das wäre nicht so schön. Spricht irgendwas gegen das Ende? Unwissenheit spricht dagegen. Ich habe keine Ahnung, wie gefährlich das Ende hier in einem Modpack ist. Außerdem wäre es ein bisschen schade irgendwie. Also ich habe ja die Hoffnung, dass das Ende nochmal ähnlich abgeändert wurde wie der Nether. Und dass man dann richtig schön knackiges Gebiet hat, wo man sich wieder Gedanken machen muss und so. Weil, ne, Nether war zwar garstiger, wenn die Pikmin an der Mauer angegriffen haben, aber es war trotzdem gut machbar. So eine kleine Herausforderung wäre schon echt schick. So ein total gepimpter Ender Dragon, ja, hätte was. Da müssten wir jetzt unsere Maschinen weiter ausbauen, wir müssten wirklich das Hightech-Zeug mit auffahren, um das Ding umbringen zu können und so weiter. Wenn wir da jetzt reinlaufen, verfrüht sozusagen, nur um ein paar Enderperlen zu bekommen, den hauen wir dann weg, dann haben wir quasi keine Herausforderung mehr. Sieht komisch aus. Sieht nicht so aus, wie ich gedacht hätte. Also oben, das muss auf jeden Fall zu. Das geht so nicht. Das heißt, ich hau mal hier. Über mir sind Hühner, ne? Ja. Den Rand hau ich mal weg. Und ersetze ihn durch die Steine hier. So. Dann haben wir um die Holzplattform einen Rahmen aus Stein. Das müsste okay sein. Und es sieht dann von unten wesentlich besser aus. Und ihr geht jetzt weg. Doofen Hühner. So, zack, zack. Guck mal. Ja. Okay. Oh. Falsche Richtung. Du weg. Oh, und was man auch bedenken muss, hier kommt ja noch die Zwischenebene rein. Das heißt, die Decke ist nicht ganz so hoch und dann wirkt sie auch nicht ganz so hoch. Aber momentan ist das ja echt so eine Fabrikhalle, ne? Trotzdem hat man noch diese komischen Lichteffekte da. Ja, das muss ich im Auge behalten. Also wenn das später einmal ganz rum ist, dass wir keinen Lichteinfall mehr haben, dann sollten auch die Wände ein bisschen einheitlicher aussehen und diese komischen Schattendinger da drin haben. Sieht echt doof aus. Weg. Weg. Klick, klick. Ne, ist immer noch da. Aber gut. Warum ist die Erde hier so tiefer gelegt? Weil das Feld in der Erde ist, ja. Okay, das heißt, die Decke ist eigentlich. Nee, es ist soweit richtig. Die Decke ist da, wo die Erde ist. Hier. Das hier drüber ist quasi nur extra. Durch die Half-Slabs. Das heißt, 1, 2, 3, bam. Hier wäre die Zwischenebene. Das ist 1, 2, 3, 4, 5. 5 hoch der Raum dann. Ist okay. Wirkt bei weitem nicht mehr so groß wie vorher. Zum Guten wie zum Schlechten. Könnte man testweise mal reinbauen. Oh, wenn ich jetzt hier wieder den Wand benutze, wieder alles verkrüppelt, oder? Ja. Grrr. Es gab sowas wie den Builders Wand schon mal. Und zwar als das mit den ganzen Mod-Paketen anfing mit Tekkit. Also die allerersten Tekkit-Versionen. Da gab es auch so ein total überpowertes Paket, wo man rumfliegen konnte und aus nichts quasi alle Gegenstände herstellen konnte, das Equivalent Exchange, also das richtige, nicht diese verkrüppelte Version, die es heutzutage gab. Und da gab es auch Gegenstände, mit denen man ganze Platten bauen konnte und ganze Würfel auf Eimer und so weiter. Das war ein bisschen besser programmiert als der Builder's Wand jetzt. Allgemein kommt es doch recht häufig vor, dass recht coole Mods produziert werden, leider nicht weitergeführt werden, also leider nicht in die aktuellen Versionen mit reingebracht werden.
und dann wird es später nochmal wieder aufgegriffen. Die Thematik, also was der alte Mod gemacht hat, aber nicht so ganz gut umgesetzt wie vorher. Bisschen schade alles. Aber mit der Zeit entwickelt sich das hoffentlich weiter alles. Also jetzt nicht direkt beim Bildersborn. Der ist okay für das, was er macht, aber es war halt nur ein Sinnbild dafür, wie es bei recht vielen anderen Mods auch schon passiert ist. So, weg, weg. Dunk, dunk, dunk. So, das wäre jetzt unsere Zwischenebene. Ist gemütlich. Ist tierisch dunkel, fällt mir gerade auf. Es wird voller Monster sein, wenn ich jetzt mache. So, so, so. Ist definitiv genug Platz. Also drei Blöcke reichen völlig. Die ganzen Kabel kann man hier auch rumlaufen lassen. Man muss halt nur darauf achten, dass man auch Gehwege drin lässt. Weil wenn wir jetzt hier noch ein Stromkabel langlaufen würden lassen, dann wird es schon ein bisschen haariger. Aber immer noch machbar. Du da hier zumachen, bitte. So, also. Das ist okay soweit. Wie schaut das aus? Achso, warte. Das wird dann ja auch hier weitergelegt. Und zwar 1, 2, 3. Das ist jetzt die Brücke. So, noch ein. Das ist jetzt die Brücke. Dann geht es hier runter. Zu, zu, zu. So. Richtig, richtig. Da. Also, das wäre jetzt unser Standardraum. Unsere Plattform. Man kommt rein, man hat fünf Felder hoch. Es sieht ein bisschen komisch aus mit den Schatteneffekten, aber da kann ich ja in den Optionen vielleicht ein bisschen rumbasteln. Hat denn hier die ganzen wichtigen Maschinen und Kabellage, die entweder nach oben führt, nach außen führt, also Mitte der Plattform, nach außen führt oder nach unten führt. Und zwar in diesen Würfel um den Würfel um den Würfel, wo die ganzen Kabel und dergleichen hinkommen. Das theoretisch könnten die Dinge auch nach hinten führen. Problem ist, wenn man die Sachen nach hinten führen lässt, bei Blöcken, wo man so ein bisschen durchgucken kann, dann sieht man, was dahinter liegt. Und das wäre in dem Fall nichts. Das sieht ein bisschen komisch aus. Und so ein paar Kabel kann man ja auch ruhig sehen. Oh ne, das ist okay so. Das heißt, in dem Stil wird jetzt alles nach und nach umgebaut. Und hier dann auch das noch umgesetzt und so weiter. Da muss ich gucken. Also ich bin ein bisschen am Hadern. Weil ich könnte jetzt natürlich das alles immer schön on-camera machen, wie geplant. Aber ich weiß nicht, wie interessant das ist. Es wurde nämlich schon öfters kritisiert, boah, mach doch mal hier mehr Deko-Sachen oder mach das mal ein bisschen ordentlicher alles oder zieh jetzt diese Zwischenebene rein und ganz, 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 ganz viele Sachen werden da gefordert. Richtig eingefordert. Aber die sind strunzlangweilig. Und ich denke, das wird auch recht langweilig sein für die meisten von euch. Ich mache die Sachen halt immer zwischendurch. Aber dadurch, dass ich sie nur zwischendurch mache, wirkt es so nebenher halt. Weil ich werde jetzt nicht alle Mauern am Stück machen, das könnte knicken. Da würde ich in 10 Folgen lang nur Mauern bauen. Das will ich niemandem antun. Und wenn ich es halt immer nur nebenbei mache, dann wirkt das so halbherzig. Aber das ist gar nicht so gemeint. Das ist einfach nur, ich mache die Sachen immer nur so häppchenweise, weil es am Stück viel zu langweilig wäre. Das wirkt ja natürlich auch ein wenig durcheinander. Weil ich mal dies mache, mal das mache. Aber wenn man das alles wirklich durchzieht, dann ist das... Naja, es ist bäh. Eine Alternative wäre halt, off-camera das zu machen. Wobei ich das ja nicht mag. Also ich mag das auch selber als Zuschauer nicht bei anderen Let's Plays. Wenn man dann wiederkommt nach so einem Break und dann ist Tiro-Spiel gemacht worden. Und es sollten eigentlich nur monotone Sachen sein. Und da kommt man wieder und dann sagt er, oh ja, aber in der Zwischenzeit habt ihr noch dies und das und jenes verpasst. Was ganz toll und ganz lustig und super spannend war. Aber Entschuldigung, die Kamera war aus. Das ist... Ne? Also, ja. Ich denke, ich werde es erstmal so beibehalten, dass ich zwischendurch an diesen Projekten arbeite. Also jetzt Mauern, Zwischenebene, das Holz rausreißen und so weiter. Und dann primär weiter in den Maschinen basteln. Das heißt, das ganze Gerede jetzt eben gerade war nur dafür da, um euch mal so zu erklären, was in meinem Kopf vorgeht in der Hinsicht. Also warum ich tue, was ich tue. So. Und das war jetzt erstmal genug Deko für diese Folge. Jetpack, wow. Jetpack ist fast alle. Tu mal Jetpack rein. Das geht ganz schön schnell.
Es gibt noch eine bessere Version von Jetpack, aber die dauert auch Jahre aufzuladen und bräuchte auch wieder Enderperlen. Ich glaube, daran sollten wir echt arbeiten. Ender. Enderperlen. Können wir aus Mariculture bekommen? Können wir aus Bienen bekommen? Bienen wäre auch noch so ein Thema. Ein nicht zu unterschätzendes Thema.